Hallo und herzlich willkommen zu 10 Minuten Gier im Haus der Geschichte Baden-Württemberg. Mein Name ist Franziska Dunkel, ich bin hier Ausstellungskuratorin und ich nehme Sie heute mit zu 10 Minuten Gier und Profit in einer digitalen Führung auf Instagram. Das Streben nach Profit, nach mehr Produktion, nach mehr Konsumieren, nach mehr Rendite, das ist ganz tief verwurzelt in unserem Wirtschaftssystem. Aber wann wird dieses Streben nach immer mehr zu einem zu viel, zu Gier? Das muss man von Fall zu Fall und von historischem Kontext zu moralischen Werturteilen jeweils unterschiedlich beurteilen. Und heute gibt es hier zwei Geschichten, bei denen Sie sich Ihre eigene Meinung bilden können. Die erste Geschichte, die spielt im Bereich industrialisierte Landwirtschaft. Das hier, das ist Resi, die Protestkuh, deren Lebenszweck ist es, auf das Leid der Milchkühe in der Massentierhaltung aufmerksam zu machen. Sie wurde gebastelt im Jahr 2015 für eine Demonstration von Tierschützern in Überlingen und hat seither immer wieder darauf aufmerksam gemacht, wie es den Milchkühen in der Massentierhaltung geht, mit Hilfe von Plakaten wie diesem. Die Wegwerfkuh muss jedes Jahr ein Wegwerfkalb gebären. Warum? Um Milch zu geben, muss eine Kuh ein Kalb bekommen. In der heutigen Tierzüchtung gibt es verschiedene Rassen für Fleisch und verschiedene Rassen für Milcherzeugung. Die Hälfte der Kälbchen einer Milchkuh werden statistisch gesehen Bullenkälbchen sein und diese Kälbchen sind nichts wert, deswegen Wegwerfkalb. Sie muss 10.000 Liter Milch geben, statt wie im Jahr 1800 noch 1.000 Liter. Sie muss dazu eiweißhaltiges Spezialfutter fressen, was ihr Verdauungssystem überlastet, was sie krank und schwach macht, sodass eine Kuh normalerweise mit 5 Jahren schlachtreif geworden ist, während sie früher bis zu 20 Jahre hat leben können. Aber warum ist das so? Die Bauern, die sind ja keine Sadisten oder besonders geldgierig. Im Gegenteil, die meisten Bauern kämpfen um ihr Überleben. Sie bekommen pro Kilogramm Milch im Durchschnitt 32 Cent. Und deswegen ist klar, sie müssen mit möglichst vielen Kühen und möglichst wenig Futter möglichst hochwertige Milch erzeugen. Sind es die Molkereien? Sollten die den Bauern mehr zahlen? Auch die Molkereien stehen unter einem brutalen Preiskonkurrenzdruck. Der Milchpreis, der wird zweimal im Jahr EU-weit an der EU-Milchbörse ausgehandelt. Die großen Discounter schreiben die Mengen aus, die sie abnehmen wollen und dann kommen die Molkereien und geben ihre Preisangebote ab. Und Sie können sich ja denken, welche Molkerei den Zuschlag bekommt. Natürlich die, die am billigsten ist. Sind es die Discounter, die die Gierigen sind? Das ist die Meinung der Bauernverbandsvertreter. Joachim Ruckwied vom Deutschen Bauernverband, Landesgruppe Baden-Württemberg, sagt, wir wollen nicht die Leibeigenen der Discounter werden. Oder sind es wir KonsumentInnen, die wir die billige Milch kaufen statt der hochpreisigen? Auch das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Wenn Sie im Kühlregal zur Markenmilch greifen anstelle zur No-Name-Milch, dann ist in diesen beiden Packungen genau die gleiche Milch drin. Der Bauer hat auch für beides genau das gleiche Geld bekommen. Der teurere Aufpreis, der geht in das Marketing der Molkerei und subventioniert sozusagen die Dumpingpreise für die billige Milch. Nur bei Biomilch, da ist es tatsächlich etwas anders. Da bekommen die Bauern bis zu 80% mehr als für konventionelle Milch. Aber die Biomilch muss man sich leisten können. Und sie macht im Moment knapp 4% des in Deutschland verkauften Milchangebots aus. Während es bei dieser Geschichte also gar nicht so einfach ist zu entscheiden, wer ist denn jetzt hier der Gierige, scheint es
bei der zweiten Geschichte aus dem Bereich der Immobilienwirtschaft einfacher zu sein. Wir schauen uns eine ganz normale Wohnsiedlung an im Freiburger Norden, die Siedlung Landwasser. Sie ist 1967 bis 1971 gebaut worden von der gewerkschaftseigenen Neuen Heimat, um günstigen Wohnraum zu schaffen für 9000 Menschen. Die Neue Heimat ist in den 80er Jahren ins Straucheln gekommen, auch wegen der persönlichen Geldgier einiger ihrer Vorstandsvorsitzenden. Sie ging pleite, die Immobilien wurden zu einem symbolischen Preis von 1 Mark verscherbelt. Und dann 1990, als der Staat, getrieben vielleicht von einer neuen Wirtschaftsideologie, die mehr den Kräften des Marktes überlassen wollte, die weniger Intervention des Staates forderte, als der Staat, der Gesetzgeber, also die steuerliche Begünstigung von gemeinwohlverpflichteten Wohnungen aufhob und so die Sozialwohnungen zum Spekulationsobjekt von Investmentfirmen werden konnten. Da fing es auch an, dass die Siedlung Landwasser in immer kürzeren Abständen zu immer größeren Summen verkauft wurde. Und wenn man sich jetzt die Slogans anschaut, die diese verschiedenen Immobilieninvestmentfirmen verwendet haben, dann sieht man schon, dass es immer weniger darum geht, gut und sicher zu wohnen, den Menschen Wohnraum zur Verfügung zu stellen, sondern immer mehr um die Rendite des Investments. A strong philosophy of co-investment. Renditeoptimierung und Realisierung von Wertsteigerungspotenzialen oder growing assets. Und wenn Sie vielleicht für Ihre Altersvorsorge in einen Investmentfonds investiert haben, dann sind Sie auch Teil dieses Spiels und möchten natürlich, dass Ihr Geld mehr wird als weniger. Aber was macht das für die Mieterinnen und Mieter? Das erzählt Mietersprecherin Christel Hoffmann in einem Film. Am Rande des Schwarzwalds spielt sich eine Geschichte ab, die sich so oder so ähnlich auf der ganzen Welt wiederholt. Mit den Investoren kommt das Wohl der Allgemeinheit unter die Räder. Christel Hoffmann lebt seit 35 Jahren in der Auwaldsiedlung. Gebaut wurde die von der Neuen Heimat, sozialer Wohnungsbau. Seit 2 Jahren ist die Siedlung in der Hand der TAG, einer Immobiliengesellschaft, die Zehntausende von Wohnungen in Deutschland besitzt. Als Aktionär mit dabei, BlackRock aus New York. Schon lange geht es hier bergab, wird kaum mehr investiert. Wohnungen und Wohnanlagen verfallen. Nichts wird hier gemacht, sagt Christel Hoffmann. Nachdem im Nachbarhaus die großen Waschbetonplatten von den Wänden abgefallen sind, hat man diese Gitter hier hingestellt. Wie man sieht, ist auch alles total verwachsen. Das soll der Spielplatz sein. Also das ist eine Katastrophe, ist das. Und hier, alles ist vergammelt, marode. Christel Hoffmann wehrt sich. Die Mietersprecherin bereitet eine Bürgerversammlung vor, auf der die Missstände gesammelt werden sollen. Haben Sie aber selber eingebaut, ne? Mhm. Ja. Nachdem Sie mir damals hier eingestiegen sind. Ja. Zahnarzt Dr. Bernard, der hier seine Praxis hat, kann einiges dazu beitragen. Das hier, das ist sprichwörtlich. In den 12 Jahren, wo ich hier bin, nichts, aber auch wirklich nichts, nichts ist mal renoviert worden, mal repariert worden oder sonst was. Es ist einfach so, wie es jetzt ist. Ja. Es bröckelt vor sich hin und das war's. Aber anders vielleicht als bei der Agrarindustrie, hier konnte man etwas gegen die Gier machen. Christel Hoffmann und die Mieterinitiative und der Bürgerverein Landwasser haben protestiert. Sie haben
Medien auf sich aufmerksam gemacht. Hier ist ein Bericht aus der Badischen Zeitung von einer Versammlung von 2012. Und sie haben es letztendlich geschafft. Im Jahr 2019 hat der Freiburger Gemeinderat beschlossen, dass diese Siedlung unter die Milieuschutzsatzung fällt. Das heißt, es kann hier nicht mehr Luxus saniert werden. Es müssen die Mieten so angemessen sein, dass sich eben auch Menschen mit wenig Geld Wohnen dort leisten können, dass sie nicht verdrängt werden. Und so ist in diesem Fall der Gier eine gewisse Schranke gesetzt. Gut für die MieterInnen und schlecht für die Investoren. Das war's für heute. Ich würde mich freuen, wenn Sie Lust haben, in einer Woche wieder 10 Minuten Gier anzuschauen. Diesmal mit Dr. Rainer Schimpf geht es um Gier und Betrug.